Kuckuck. Na, schade. Kuckuck. Ich bin immer zu langsam. Joel war damit verarscht. Der Yannick hatte eine Bremsbirne kaputt bei seinem Auto. Und... Oh Gott, und er hat gebremst und wollte dann gucken. Genau. Der Joel wusste nicht, dass wir den damit verarschen. Der Yannick ist dann schön immer zum Auto gegangen, tritt auf die Bremse, steigt ganz schnell aus, geht nach hinten und der so, ah, oh, scheiße, jetzt weiß ich nur nicht, welche Birne kaputt ist. Mhm. Und Joel hat geglaubt, dass wir den, dass der echt dumm ist. Ne? Naja. Ich glaube, so dumm kann nicht kann sein, kann er sein. Aber egal. So. Nein, doch, Bruder, ich muss Julia, in der Kamera sein. Nix da. Herzlich willkommen zu dem nächsten Video. Schon wieder diesmal. Mit der Julia. Schon wieder mit der Julia, oh Gott. Aber diesmal hinter der Kamera? Ja, aber nur für einen kurzen Moment. Joel muss leider irgendwie... Ein Geschäft verrichten. Ein Geschäft verrichten. Das könnte was länger dauern, deswegen. So, also, her. Genau. Ganz ruhig, Julia. Ja. Ganz ruhig, guck mal. Du kannst lieber nach da gucken. Das ist viel besser. Also, wie ihr in dem Video davor schon gesehen habt, haben wir ein bisschen was dran rumgebastelt an der FE450 von der lieben Julia. Ja. Da haben wir die schönen Kabelprotektoren demontiert. Kann man hier nochmal schön zeigen. Boah, schön, die glänzen so schön, ne? Gemacht. Geil. So, wir haben extra mal alles so weit gelassen, wie es jetzt gerade ist, weil wir... Blinker verbauen. Genau. Ja, wir müssen den Blinker noch verbauen. Und Blinkerrelais. Blinker. Und das war's, glaube ich. Theoretisch, wenn das nicht allzu lange dauert, könnten wir meine Kennzeichenbeleuchtung hinten dran machen. Die können wir auch dran machen. Und dann ist mein Bike fertig. Ja. Für den Straßenverkehr endlich. Ja, stimmt. Fertig. Echt? Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir fangen an mit dem einfachsten natürlich. Das wäre das Blinkerrelais. So, gestern schön bei Louis gekauft. Psst, Schleichwerbung. So, mal gucken, ob das passt hier. Also wir haben uns ja gut beraten lassen von einem tollen Mitarbeiter, der sagt, oh, das passt, das passt. So. Hier kommt der Bums einfach dran. So, das ist dreipolig auf, weil Honda hat manchmal dreipolige Stecker. Deswegen, den Bums brauchen wir nicht. So. Das war's. Das war's. Das machen wir nachher hier oben fest. Hier, die Leuchte, die können wir auch direkt machen. Ne, können wir gar nicht. Weißt du warum? Die Anzeige hier. Ach, krank, das hatten wir. Ja, das haben wir auch bestellt. Aber, was nicht mit dem Lieferumfang war, die Glühbirne. So, erstmal den Bums raus hier. Ah, da ist er. Das ist nur ein Stopfen. Stopfen. So, das ist die tolle Leuchte. Cool, ne? Nehmen wir die mit? Was nehmen wir mit? Nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Hier ist eine Birne drin, dann steckt man es einfach blub, rein. Krank. Cool, ne? Einfach. Ja, kannst du so, du kannst auch so machen, wenn du. Oh Mann, oh Mann. So, der Bums kommt da durch. Geht da super. So. Klick. Geil. Drin. Sieht direkt besser aus. Krank, den Sprengring brauchen wir gar nicht. Der passt da gar nicht. Das ist ja eingeklickt. Das heißt, der kommt weg. Brauchen wir nicht. So, da wir keine Birne haben, kommt einfach da rein. So. So, das war's schon. Cool, Nummer ne? Nummer 1 erledigt. Nummer 1, cool, erledigt. Blinker Nummer hinten. Nummer 2 war das. Blinker hinten demontieren. Das müssen wir auch Sollen machen. Sollen wir die Garage aufmachen, das Garagentor? Mhm. Sollen wir mal kurz zeigen, die Garage bestehen hier? Geschrieben, ne? Ganz toll. Zu meiner Verteilung, ich schwör das nicht. Nur nebenbei. Oh, man kann es auch ganz aufmachen eigentlich, ne? Schon viel besser. So, gucken wir mal. So. Heißt, ich montiere die richtig schön und alles. Naja, ja wofür? Dafür, dass ich es jetzt wieder runter machen kann. Aber die sind schön klein, ne? Ja. Ich würde sagen, schenke ich dir, aber du hast mir eine Gegenleistung erbracht dafür, deswegen passt es ja nicht. Gut, wohl, du hast ja vergessen. Jetzt
beide Blinker auch noch hinterher. So, das war's. 3-in-1 Blinker sind das, ne? Genau. Wir haben einmal Schlussleuchte, wir haben Bremsleuchte und Blinker. Also 3-in-1. Und in seinem kleinen Teil, ne? Der David hat die sogar auch. Genau, dieselben hat der David auch, genau. Wir sind jetzt hier von Chinyo. Chinyo, genau. Bei Louis gekauft worden. Genau, die gibt's aber auch bei Amazon. Ja? Mhm. Das ist doch okay. Da sind die auch ein bisschen günstiger, aber. Ja. Aber naja, ne? Wir wollen jetzt hier keine Preise nennen, aber das ist schon nicht gerade wenig gewesen, was die Dinger gekostet haben. Wohl gemerkt, die sind echt geil. Heftig. Ja. Aber macht ja nichts. Guck mal, hier haben wir wieder Schrumpfschlauch dabei. Cool, ne? Überall Schrumpfschlauch. Cool. So, die kommen jetzt hinten dran. Krank. Sieht echt cool aus. Was denn? Die Blinker. So. Schön Edelstahl müsste das hier sogar sein. Das ist gut. Ach, das ist jetzt eigentlich auch wieder Plug and Play, ne? Ja, nicht ganz. Nicht ganz? Nicht ganz. Wir haben zwar einen Kabelbaum hinten, aber da fehlen noch 2-3 Kabel, die nach hinten gelegt werden müssen. Und was machen wir da? Einen Kabelbaum anfertigen. Weil sonst müssten wir das originale Rücklicht kaufen, was wir nicht haben. Das kostet irgendwann 70 oder 60 Euro. Ach ja. Und das nur, weil wir 2 Kabel dann nach hinten gelegt haben. Deswegen, die Kabel können wir uns dann auch selber legen. Das wäre räudig. Genau, das wollen wir nicht. Und hier man ist meint gar nicht, dass sie hinterher so hell sind. Aber die sind übelst hell, ne? Ja. Also wenn man hinter David fährt, das ist schon nicht gerade dunkel. Das Wichtige ist ja, dass man das hier sieht, den Blinkanzeiger. Blinker ist nicht der offizielle Gesetzesbegriff darüber, Fahrtrichtungsanzeige. Das ist der richtige Begriff für Blinker. Cool, ne? Haben wir schon wieder alle was dazugelernt. Die liebe Julia wusste es schon, das ist cool. Mhm. Für die Leute da draußen, das ist was Neues. Ich habe ja Steckverbinder gekauft, schöne. Stimmt, auch bei Louis. Nochmal Werbung. Benutzen, ne? Oder? Dann müssen wir das nicht so löten oder krimpen oder sonst was. Da haben wir immer Steckverbinder. Guck mal hier, was in dem Bums drin ist. So. So. Hier so ein Zweierbums, den können wir ja schon mal nehmen. So, der wäre zum Beispiel für die Kennzeichenleuchte. Tapack. Top. Fertig. Sehr gut, ne? So. Warte, ich mache eben schon mal die Zündung an. Das ist gut. So. Okay. So, Leute, da sind wir wieder. War gestern ein bisschen chaotisch. Also wir drehen jetzt am nächsten Tag das Video weiter. Weil es gestern Abend noch ein bisschen chaotisch wurde. Die Julia musste los, ich musste los. Hab's aber doch noch schnell fertig gemacht. Resultat kann ich mal eben zeigen. Wir haben Zuwachs bekommen. Zuwachs bekommen, ne? Vom lieben Flo. Ganz nett. Meine natürlich. So, wir gehen dann mal nach hinten. Oh, ob wir hier durchkommen. Oh, oh. Mach nochmal an. Ich würde sagen, das war's so mit dem Video. Für die Leute, jetzt habe ich Fett an der Hose von der Kette. Guckt euch das an. Oh, toll. Ist alles so dunkel hier. Da ist es. Jetzt habe ich Fett von der Kette an der Hose. Toll. Und für die Leute, die nicht genau wissen, wie man sowas anschließt, an welches Kabel genau, können auch nochmal ruhig unten in die Kommentare schreiben. Dann kann ich euch da nochmal ein bisschen Unterstützung geben. Oder mir direkt eine DM schicken. Das wäre natürlich am besten. Wenn ihr irgendwie Wünsche habt, worüber ich mal ein Video drehen soll, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche das dann dementsprechend zu ermöglichen. Vielleicht schon mit der lieben Julia. Mal gucken. Wer weiß. Ne? Genau. Ich würde sagen, das war's mit dem Vlog. Und Vlog sag ich schon. Mann. Mit dem informativen Video. Genau, mit diesem informativen Video hier. Und irgendwas wollte ich euch noch sagen.
Hab's aber vergessen. Dann war es wahrscheinlich nicht so wichtig. Habt ihr einen guten Start in die neue Woche? Ja, das sowieso. Das sowieso. Genau, das war's. Und checkt die liebe Julia auf Instagram ab. Ist auf jeden Fall eine tolle Mädel, die jetzt mit ihrer schönen FE450 richtig durchstarten kann. Und ich glaube, da wird noch richtig geiles Zeug kommen. Definitiv, ja. Doch. Ne? Munkel. Haut rein. Ciao.